Hier ist Ranja und wir spielen heute Minecraft Vampir-Modus-Ding. Ich habe es auf Halbpixel gesehen und ich war hyped und ich habe mir gedacht, auf geht's. Von daher, auf geht's. Okay, es gibt zwei Rollen. Du spielst als Vampir oder Überleben. Das ist, glaube ich, so eine Art Hide-and-Seek. Hier steht, ich kann mir mit dem aus dem Shop ein paar coole Sachen holen. Bin gespannt, wie lange wir überleben. Okay, ich habe eine Potion, die mich heilt. Ich habe Essen und ich habe ein Schwert. Okay, der sagt, wir sollten zusammenbleiben. Ich bin jetzt erstmal getrennt von der Gruppe gelaufen. Ich hält. Das war vielleicht nicht so clever, aber ich habe hier einen Plan und zwar... Oh nein, es ist Nacht. Oh nein! Ich sehe tatsächlich nicht viel. Die Sonne ist untergegangen. Du findest es hart, in der Dunkelheit zu sehen. Ich sehe nichts. Ah! Es kommen Zombies? Wo sind Zombies? Ich sehe keine. Nein, 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 nein. Ich bin hier oben, ich bin hier oben. Ich habe Nausha. Ich habe Nausha. Ich hab ein Schwert. Ich habe High Ground. Ich habe High Ground. Alles gut. Von hier oben, die kommen nicht hier hoch. Die kommen nicht hier hoch. Glaube ich. Bitte sag. Okay, das ist ein Zombie, das ist ein Zombie, das ist nicht schlimm. Das Ding ist, ich kann halt auch gefunden werden, ne? Das wäre halt ungünstig. Okay, ich habe drei Zombies ermurkst. Ich muss bloß hier oben bleiben, bis es wieder Tag wird, sonst bin ich hier ganz schnell weg. Okay, hier ist schon einer getötet worden von Amazing Midnight. Wie viele Vampire gibt es? Es gibt drei Vampire. Wie viele Spieler gibt es? Sehe ich nicht. Kommen jetzt hier noch Zombies? Wie lange hält die Nacht? Aber immerhin habe ich keine Nausea mehr. Ich weiß gar nicht, ob ich das gekriegt habe wegen irgendwas Bestimmten. Oh, ich habe Fackeln. Aber ich glaube, ich setze lieber keine Fackel, sonst locke ich die, die Vampire an. Das wäre voll dumm. Oh, es gibt vier Vampire schon. Okay. Amazing Midnight killt hier gerade einfach alle. Ich glaube, ich bin hier halbwegs sicher, aber ich habe ein bisschen Angst. Ich sehe halt nichts. Setze ich eine Fackel? Will ich eine Fackel setzen? Dann sehen die mich halt instant. Ich glaube, die anderen haben den Fehler gemacht, eine Fackel zu setzen. Ist halt die Frage, wird's wieder Tag? Also in 5 Sekunden läuft irgendeine Zeit ab. Das heißt, ich bin gespannt, ob es dann wieder Tag wird. Neue Zombies. Nicht sterben. Oh, mir ist wieder schwindelig, schwindelig. Ich bleib hier oben. Das ist voll der gute Platz. Ich fühle mich hier voll sicher. Und so. Und ich glaube nicht, dass die Zombies hier hochkommen. Und wenn die kommen, dann ist alles easy. Weil dann slap ich die weg. Ist mein Call. Oh, es gibt 4 Vampire, 11 Zombies. Ganz toll. Ganz großes Kino. Kommen die jetzt mich finden? Das Ding ist, sehen die Vampire, dass die Zombies zu mir kommen? Kommen überhaupt Zombies zu mir? Ich setze jetzt eine Fackel. Es hilft alles nichts. Ich gucke mich einmal um. Ich muss mich einmal umgucken. Ich muss. Ich kann nicht anders. Meine Fackel brennt aus. Nein. Okay. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ich bin hier erhöht. In der erhöhten Position. Ich kann hier nicht drauf springen, weil es offensichtlich ein Zaun ist. Wenn hier Zombies herkommen, ist es gar nicht schlimm. Ich gucke mich hier nochmal um. Alles gut. Hier ist auch keiner in der Nähe. Die haben mich gar nicht entdeckt. Oh nein, meine Fackeln sind weg. Egal, ich bin bereit. 11 Sekunden noch, dann habe ich Runde 3 überlebt. Dann kommen wieder Zombies. Es gibt nur noch einen Zombie übrigens. Ich habe halt noch auch keinen Vampir gesehen. Ich weiß nicht, wonach es abläuft. Okay, nicht sterben. Hier ist irgendwas durchgetickt. Oh, hier blitzt es. Ich habe aber niemanden gesehen. 19 Zombies? Alter. Egal. High Ground. High Ground ist der einzige, Key in diesem Spiel. Irgendjemand lebt wohl noch, weil irgendjemand schnetzelt hier Zombies ab, aber das bin nicht ich. Jetzt habe ich halt all meine Fackeln schon aufgebraucht. Das war vielleicht ein bisschen dumm. Ich wusste nicht, dass das so funktioniert. Das Haus. Oh, wir müssen zu dem Haus. Oh, wir müssen zu dem Haus. Okay. Alles klar, hab's verstanden. Deswegen findet mich keiner, weil die alle bei dem Haus sind, ne? Aha, aha, aha. Das wusste ich nicht, aber jetzt habe ich es mitgekriegt. Jetzt hätte ich gerne noch Fackeln, um ein bisschen die Umgebung zu scouten. Aber was man nicht hat, das hat man nicht, ne? Ah, das macht doch Sinn, dass am Anfang dann noch Zombies da waren und danach nicht mehr, weil alle Richtung Haus gegangen sind. Ich entferne mich. Ja! Verdammt. Komm. Ah!
Wohin denn? Ich glaube, der ist nicht böse. Ich glaube, der ist lieb. Nein, das ist Amazing Midnight. Der ist nicht lieb. Das ist ein Böser. Das ist ein Vampir. Yo, 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 yo. Hier ist Zombie. Yo. Gott, ich habe mich so erschreckt, als er auf einmal da war, ne? Wie viel Armor hat der denn? Yo. Der stirbt gar nicht. Der wird gar nicht low. Das ist hier unmöglich. Ich kann hier nicht gewinnen. Ich kann nur rennen. Ich kann nur rennen, Leute. Ich kann nur rennen. Ich kann nur rennen. Habe ich das schon gesagt? Ich entferne mich wieder vom Haus. Ey, folgt ihr mir? Was? Nein! Don't do it! 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 Oh nein! Oh nein! Oh nein! Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich bin auch kein Vampir, oder? Der war low. Der hat sich jetzt geheilt. Der war auf 6. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab Amazing Midnight getötet. Oder? Oh, hier ist aber noch einer. Hä? Ist das wieder Amazing Midnight? Warte, wieso ist er wieder da? Spawnt er einfach wieder? Hä? Ich hab Amazing Midnight zu 100% gedamaged, bevor ich ihn getötet habe. Aber warum ist er denn dann wieder da? Jetzt ist meine Katze auf dem Schreibtisch. Danke für gar nichts. Ah, mein Schwert! Du hast... Oh nein. Ich kaufe mir jetzt was. Ich kaufe mir jetzt... Hier. Der geht's zum nächsten Überlebenden. Zum letzten Überlebenden. Ich weiß nicht, wie viele Überlebende es noch gibt. Was ist das? Vampirzahn. Ich glaube, das ist meine Waffe, oder? Macht das Damage? Ja, hat Sharpness. Die Blitze sehen mega nice aus. Okay, ich habe jetzt auch keine Blindness mehr. Es ist irgendwie sehr viel angenehmer, Vampir zu sein als Dings, ne? Vampir sein ist viel cooler. Ich bin auch voll schnell. Yo, ich bin so schnell. Kein Wunder, dass der mich die ganze Zeit in der Dunkelheit gefunden hat. Aber ich habe es ganz gut gehalten, würde ich jetzt mal sagen. Hier, kleiner Mann. Ey, 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 Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Hier, bist du Vampir? Ich denke nicht. Oh, ich sterbe gleich. Können Zombies sterben? Ich bin gestorben. Vampire meine ich. Aber Vampire können nicht sterben. Sie sind untote Wesen. Ich komme wieder. Gleich. Hier bin ich. Zack. Aber dann ist der Typ echt schnell wieder zu mir gerannt, ne? Das ist ja verrückt. Okay, ich kaufe mir jetzt irgendein OP-Item. Und zwar kaufe ich mir... Was bringt das? Ich kann Blut in irgendeine Ingame-Currency machen. Was bringt mir das? Mache ich das jetzt? Ich habe 76 Blut. Ah. Ach so, okay. Und von dem Blut kann ich was kaufen. Ich kaufe mir... den Jump Boost. Und, wenn die mich kommen wollen, holen wollen, dann, ne, schnapp ich mir die alle. So, wo ist denn der nächste? Ich glaube, ich muss nochmal so eine Rakete machen. Hier ist der nächste. In die Richtung. Aha. Aha, 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 aha. Sau nervig mit dem Jump Boost. Sau nervig. Ich habe nicht gewusst, dass das so ein Problem ist, ne? Ich kann die Zombies auch nicht töten, aber die Zombies machen mir auch nichts. Das sind nur die Spieler. Das sind wirklich nur die Spieler. Ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab den. Ich sehe den zwar nicht, aber ich hab den. Hier, ich hab den nächsten auch noch. Oh ne, ich bin gestorben. Schade. Aber ich habe einen gekillt und der wurde zum Vampir. Beziehungsweise ich habe ihn nicht ganz gekillt, aber er wurde zum Vampir, weil ein Zombie ihn dann gefinisht hat. So, wir machen wieder einen Pfeil. Oh, hier ist einer. Hallo. Ach nee, das ist auch ein Vampir. Wusste ich. Wusste ich ja wohl. Das ist ja ganz klar und offensichtlich gewesen. Bin falsch gelaufen. Bin ins Gebäude rein. Das war wohl ein Fehler. Ich musste am Gebäude vorbei. Da ist einer. Da ist doch einer. Hallöchen. Du denkst, du kannst überleben, doch das kannst du nicht, denn alle sind hinter dir her und vampiren dich zu... Ah!
Vampiren dich tot. Ja, ja, ich bin an dem dran. Ich bin sowas von an dem dran. Ja, 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 warte, warte, ich schnapp ihn wieder, ich schnapp ihn wieder, ich schnapp ihn wieder, ich schnapp ihn wieder. Ist der tot? Nee, noch nicht. Hier, eins, zwei. Was, der ist wieder auf 15, hat er sich hochgeheilt. Der hat sich wahrscheinlich Items gekauft, ne? Aber, keine Sorge. Huh. Ich mach halt nur ein Damage. Das ist das Problem. Und ich sterbe gleich wieder, aber jetzt kommen wirklich viele Zombies. Das heißt, ich lasse kurz meinem Kollegen das regeln und mach mir einmal eine Herzreihe und einmal. Huch! Einmal Regeneration. Ich weiß nicht, ob die Zombies hinter mir her sind. Ich habe das Gefühl, die wollen mich ein bisschen verfolgen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die einfach. Sind die lieb? Ja, die sind lieb. Ach, das ist einfach nur mein Squad. Meine Armee. Meine Armee des Grauens. Meine Armee des Grauens, die mir hilft, die ganzen Spieler zu zerschnipseln. Wo ist denn einer? Ich bin voll in meinem Element, Mann. Ich krieg die. Ich krieg den nächsten. Wo ist einfach der? Wir brauchen eine klassische. Hier. Wegweiser. Der ist über das Gras abgehauen, hat sich gedacht. Da ist er sicher. Da ist er sicher, denkt er. Pff, I don't think so, mein Freund. Hier, das ist ein Vampir. Hier sind die ganzen anderen Vampire. Hier ist ein. Oh, hier ist eine Fledermaus. Ich glaube, der ist da hoch, oder? Ist der da hoch? Ah ja, da ist er. Wie ist man denn da hochgekommen? Uff, jetzt muss ich ja noch jumpen, ne? Ja, gute Nacht, Marie. Bitte prügel ihn runter. Prügel ihn runter. Der ist voll gut. Gibt es irgendwelche Schusswaffen? Es gibt den Jump Boost. Es gibt den Jump Boost. Ey, wieso brenne ich? Ey, wieso brenne ich? Entschuldigung. Entschuldigung. Verdammt. Gott. Steh mir bei. Ich will doch nur da hoch. Ich will den doch einfach nur ab. Aha. Doch, wieso bin ich gestorben? So schnell vor allem. Egal, den wollte ich eh nicht. Der war voll doof. Ist der letzte Überlebende? Wir werden sehen. Ich folge dem Pfad. Oh, was? Haben wir gewonnen? Survivors win. Oh, okay, der Überlebende hat gewonnen. Hey, fair enough. Er hat sich da oben gut einen Spot gesucht. High Ground. Ja, ich habe es am Anfang schon gesagt. High Ground ist besser als kein High Ground. Deswegen, er hat meinen Tipp befolgt. Er hat gewonnen. Alles gut. Das war's dann aber auch schon mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und falls ihr neu hier seid oder noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich super doll freuen, wenn ihr abonniert. Wir sind nicht fast bei 100.000, aber es geht langsam in die Richtung und ich bin wirklich, wirklich, wirklich hyped, wenn wir auf 100.000 kommen. Wenn euch so Minigames gefallen, dann guckt doch gerne hier oben eine Folge. Da habe ich Mario Party in Minecraft gespielt. Ansonsten, falls ihr was komplett anderes gucken möchtet und das Vampirspiel euch ein bisschen in Stimmung gebracht hat, habe ich hier unten ein bisschen Man of Medan gespielt. Das ist ein Horrorspiel und ist ganz schön gruselig. Also, falls ihr da eher die Typen für seid, dann schaut euch das an. Ansonsten macht's gut. Bis morgen. Ciao.